Wenn ich das mache, meine Damen und Herren, dann ist Demokratie tot.
Weil wenn ich sage, ich bin moralisch besser als der andere, dann kann ich nicht mehr auf Augenhöhe und das beste Argument schweigen. Deswegen müssen wir in den nächsten Jahren als demokratische Parteien, Sie als Ehrenamtliche in der sogenannten Zivilgesellschaft, alles dafür tun, damit dieser große Schatz, den wir in Deutschland haben, nämlich der Zusammenhalt der Gesellschaft, Norden und Süden, im Osten und Westen, Jungen und Alten, Reichen und Armen, damit dieser Zusammenhalt erhalten wird. Jetzt können Sie sagen, ja, kann der Brinkhaus gut erzählen. Wie soll das denn politisch geschehen? Wie soll das denn umgesetzt werden? Und da habe ich einige Vorschläge, die ich mit Ihnen da diskutieren möchte. Das erste ist, dass ich sage, wir müssen in der Politik wieder beginnen, die Politik von der Mitte her zu denken. Ja, ein Journalist gesagt, ich kann es nicht mehr hören, wenn der Brinkhaus das sagt, die Politik von der Mitte her denken. Aber ich hatte vor Weihnachten, also nicht auf einen Neujahrsempfang, eine Begegnung, da stand eine Frau tatsächlich auf, nachdem wir lange diskutiert hatten und sagten, ich ziehe morgens meine Kinder durchs Badezimmer, damit die sauber zur Schule kommen. Ich bringe die zur Schule, ich gehe arbeiten, ich bin Nachmittag im Ehrenamt tätig. Ich bin ganz normal, ich bin nicht arm, ich bin nicht reich. Wo finde ich denn in der Politik überhaupt noch statt? Wer kümmert sich eigentlich um mich? Und wenn Sie sich mal anschauen in den deutschen Talkshows, Sie kennen das, viermal in der Woche setzen sich jeweils fünf Leute zusammen und erzählen sich, wie schlecht es in diesem Land läuft. Wenn es nicht schlecht genug ist, dann drückt jemand auf den Knopf und dann wird ein Film eingeblendet, damit das auch alle glauben. Ja? Haben Sie das Gefühl, dass Sie in diesen Talkshows mit Ihren Sorgen und Nöten tatsächlich noch stattfinden? Weil ich denke mal, hier sitzt die Mitte der Gesellschaft. Und deswegen fand ich das auch gut, was Horst Seehofer bei seinem Abschiedsparteitag in München gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, das war sein politisches Vermächtnis. Vergesst mir die kleinen Leute nicht. Vergesst mir die kleinen Leute nicht. Kleine Leute, Mitte, vergesst mir die nicht. Und das müssen wir wieder ins Zentrum unserer Politik stellen. Es ist überhaupt keine Frage. Der Charakter einer Gesellschaft bestimmt sich daran, wie wir mit Minderheiten und Randgruppen umgehen. Aber auf der anderen Seite, die Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft wird nicht von den Superreichen, von den Superarmen, von den Minderheiten und Randgruppen, sondern immer von der Mitte der Gesellschaft. Und da müssen wir was tun. Weil das ist ein Thema, was Sie alle hier betrifft oder irgendwo vielleicht betreffen wird. Mitte der Gesellschaft. Oder was sind denn die Fragen, die die jungen Menschen heute bewegen? Kriege ich einen Kita-Platz? Kriege ich die Stunden? Kriege ich die Kita, wo ich hin möchte? Wie ist das Verhältnis Erzieherinnen und Erzieher zu Kindern? Wie sieht es mit der Grundschule aus? Wie sieht es mit der digitalen Ausstattung der Grundschule aus? Das sind die Fragen, die im Alltag die Menschen bewegen. Und deswegen möchten wir auch, und das mit den Ländern manchmal etwas schwer ist, diesen Digitalpakt für Schulen auf die Weg bringen. Deswegen haben wir das gute Kita-Gesetz gemacht und haben als Bund nochmal Milliarden in die Hand genommen, um die Kita-Tagesstätten entsprechend zu unterstützen. Gesellschaft von der Mitte her denken. Für den Zusammenhalt ist denn nicht. Wie gehe ich? Ich kriege auch eine Betriebsrente, war bei Miele, Bertelsmann oder sonst was. Ich so, ja, und Ihre Frau. Ja, ein bisschen Hüfte, der geht es aber auch ganz gut. Kriegt die auch eine Rente? Ja, war bei Bertelsmann, die kriegt auch noch eine Betriebsrente. So die Kinder, ja, die Tochter, die ist in Süddeutschland verheiratet, die Enkelkinder, alles prima. Der Junge, der hat jetzt gerade sein Studium abgeschlossen, fängt an, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. So, ja, sonst. Nächste Woche fahren wir auch in Urlaub, AIDA. Das sind wir ja hier, die christlich-demokratischen. Die Zehnerpartei, was übrigens ausdrücklich nicht heißt, dass wir nur für Christen da sind. Ganz im Gegenteil, wir sind für die Menschen da, die unser christliches Menschenbild teilen. Das ist unsere DNA, das christliche Menschenbild. Das muss überlegen, was ist denn im christlichen Menschenbild drin? Das ist zum Beispiel die Würde des Menschen. Die Würde des Menschen vom Anfang des Lebens bis zum Ende des Lebens. Und deswegen sind wir auch so streng bei diesem Paragraphen 219a, wo es darum geht, Werbung für Antreibung zu verbieten. Das hat was mit Würde am Anfang des Lebens zu tun. Deswegen haben wir damals noch mit Tim sehr intensiv über Sterbehilfe diskutiert, weil auch am Ende des Lebens geht es um Würde.